Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Kyffhäuser Denkmal in dem Gelände der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen. Friedrich I. Barbarossa vollendete diese gewaltige Burg im 12. Jahrhundert. Und diese möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Zum Schutz der Pfalz Tilleda wurde in Sichtnähe auf dem Kyffhäuserberg eine Burganlage errichtet. Bereits in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstand sie auf dem vorspringenden, strategisch günstigen Bergsporn des Gebirges. In der Regierungszeit Friedrich I. Barbarossa erfährt die Burg ihren endgültigen Ausbau zu der mächtigen 600 Meter langen und 60 Meter breiten Anlage. Der Staufer König Konrad III. Übergab unmittelbar vor seinem Tod am 15. Februar 1152 seinem Neffen, den staufischen Herzog Friedrich III., die Regierung und bestimmte damit ihn und nicht seinen noch minderjährigen Sohn als Nachfolger auf den Königsthron. Konrad muss in kluger Voraussicht geahnt haben, dass sein Neffe Friedrich der aussichtsreichste Kandidat für eine Nachfolge im Reich war. Herzog Friedrich III., Sohn eines staufischen Vaters und einer welfischen Mutter, brachte alle Voraussetzungen mit, um den innerpolitischen Konflikt zwischen den beiden mächtigsten Geschlechtern in Deutschland zu beenden. Die Oberburg hatte die Funktion einer Kernburg. Das heißt, sie war die eigentliche Herrenburg. Hier sind neben Wohn- und Wirtschaftsgebäuden die große Kirche und der Palas zu vermuten. Genaue Angaben über die Größe und Lage der Gebäude sind nicht möglich, da große Teile in den vergangenen Jahrhunderten zerfielen bzw. zerstört wurden. Der westliche Teil der Oberburg, durch einen Abschnittsgraben getrennt, ist in seiner Grundform erhalten geblieben. Der Bergfried, der sogenannte Barbarossa-Turm, heute noch 17 Meter, war ursprünglich 30 Meter hoch. Auf der Ostseite ist eine mannshohe Öffnung in der Mauer zu erkennen. Es ist der ehemalige Abhotterker. Die Steine an der Fassade unterhalb deuten auf einen ummauerten Fallschacht, der den Benutzer von neugierigen Blicken und den kalten Ostwinden schützen sollte. Zwei Ausstellungen im Inneren des Turmes widmen sich der Geschichte des Bergfrieds und der Bodenbildtradition am Kyffhäuser. Als Wehr- und Wohnturm gebaut, diente der Bergfried den Burgherren als letzte Zufluchtsstätte. Dieser sehr stark befestigte Bergfried bot ausreichend Schutz bei Angriff und Belagerung. Es ist anzunehmen, dass im östlichen Teil der Oberburg weitere Bergfriede in der Nähe des Haupttores sowie zur Mittelburg gestanden haben müssen. In der Mauer des ehemaligen Eingangs befindet sich eine kleine Sitznische. Von Burgenforschern lange Zeit als Wächternische gedeutet, sind auch Zweifel an deren Zweck angebracht. Wer sollte denn wen kontrollieren? Die Burgbesatzung sich selbst? Oder wollte der Burgherr von dieser Bank einfach nur den Sonnenaufgang beobachten? Nicht mehr nachweisbar ist die Bauausführung der oberen Geschosse des Turmes. Es ist zu vermuten, dass er, wie viele seiner Zeitgenossen, eine mit Zinnen versehene umlaufende Brustwehr hatte. Der als Ruine erhaltene Bergfried der Oberburg, der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen, hat im Volksmund den Namen Kaiser-Friedrich-Turm oder Barbarossa-Turm erhalten. Prägnant, fest und scheinbar unerschütterlich steht er als Machtsymbol einstiger glanzvoller Jahrzehnte der Herrschaft unter dem Geschlecht der Staufer. Viele Details seiner Bauweise, aber auch seine vermeintliche Nutzung lassen sich eindeutig jener Zeit zuordnen. Trotz jahrhundertelangem extremen Witterungseinfluss ist heute noch das typische staufische Buckelquadermauerwerk deutlich erkennbar.
Nur wenige Bauwerke nördlich von Main und Donau zeigen dieses außergewöhnliche dekorative Mauerwerk. Unter Bose versteht man den überstehenden Teil eines Steines, der aus der Wand ragt. Wird zusätzlich ein 2 bis 5 cm breiter Randschlag auf den Stein gearbeitet, bezeichnet man diese Form als Buckelquader. Um den Bergfried gruppieren sich Fundamentreste, die unter anderem einen Palas an der Südseite und einen Küchenbau an der Nordwestseite der Ringmauer vermuten lassen. Als Wehr- und Wohnturm gebaut, diente der Bergfried den Burgherren als letzte Zufluchtsstätte. Dieser sehr stark befestigte Bergfried bot ausreichend Schutz bei Angriff und Belagerung. Es ist anzunehmen, dass im östlichen Teil der Oberburg weitere Bergfriede in der Nähe des Haupttores sowie zur Mittelburg gestanden haben müssen. Der ehemalige Haupteingang der Oberburg wird heute als Erfurter Tor bezeichnet. Historisch ist es besonders wertvoll, da der Durchgang original romanisch erhalten geblieben ist. Das Bauwerk durfte also im Gegensatz zu großen Teilen der Oberburg nicht zerstört werden. Lediglich die Treppe wurde in der Zeit des Denkmalbaus eingefügt. Es ist ein einfaches Kammertor ohne zusätzliche Verteidigungsanlagen wie Zugbrücke oder Gusserker. Verteidigt wurde das Tor von den Wehrgängen der sich anschließenden Mauern. Diese verlaufen im Toraußenbereich fast rechtwinklig zur Torfront und boten den Verteidigern beste Schussmöglichkeiten. Die Toranlage selbst bestand aus einem inneren und einem äußeren Tor. In Friedenszeiten wirkte das Tor wie eine Schleuse. Burgbesucher wurden nach dem Passieren des äußeren Tores kontrolliert. Hatten sie friedfertige Absichten, wurde auch das innere Tor geöffnet. Ein Zeugnis der Burgengeschichte ist der mit 176 Metern tiefste Burgbrunnen der Welt. Die Brunnenbauer durften heutigen Berechnungen zufolge ca. 30 Jahre an diesem wichtigen Bestandteil der Reichsburg gearbeitet haben. In den Jahren 1936-37 wurde der verschüttete Burgbrunnen wieder freigelegt und im Jahr 2006 durch ein Brunnenmuseum gestaltet. Im November 2015 begann hier eine spektakuläre Forschung. In der Tiefe des Brunnens wurde ein Schatz vermutet, aber trotz vieler interessanter Entdeckungen nicht gefunden. Für das Leben auf der mittelalterlichen Burg war eine Wasserversorgung unentbehrlich, die den alltäglichen Bedarf an Trink- und Brauchwasser decken konnte. Im Falle der Belagerung musste sich diese Wasserquelle innerhalb der befestigten Burg befinden, so dass der Feind keinen Einfluss auf sie hatte. Auf der großen Höhenburg Küffhausen konnte das Wasser weder wie an anderen Burgen durch Rohrleitungen herangeführt noch in ausreichender Menge in Zisternen gesammelt werden. Der Bau eines Brunnens war für die Wehrhaftigkeit der Burg zwingend notwendig. Eltern und Großeltern kommen mit den kleinen Besuchern sehr gern zum Küffhäuser Denkmal und zur Burganlage, denn es gilt als besonders kinderfreundlich. Es gibt ein Detektivspiel, bitte an der Kasse danach fragen. Es ist ein außerschulischer Lernort und bietet Programme der Erlebnispädagogik. Der Kinderspielplatz Ritterburg ist ebenfalls sehr beliebt. Am 20. September wird hier der Thüringer Weltkindertag gefeiert und weitere Veranstaltungen wie der Mittelalter
Mittelaltermarkt und Theateraufführungen sind ebenfalls für das junge Publikum bestens geeignet. Selbstverständlich kommen auch Erwachsene auf ihre Kosten. Entsprechende Ausstellungen und Führungen runden einen Denkmalbesuch ab. Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ernannt. Das Deutsche Reich wurde gegründet. Kaiser Wilhelm, auch Weißbart genannt, wurde enthusiastisch gefeiert. Im Gedächtnis der Armee lebte Wilhelm als siegreicher Heerführer weiter. Aus dieser Verehrung heraus stellte der Hauptmann des Regiments und Schriftführer des Deutschen Kriegerbundes 3 Tage später den Antrag, dem Kaiser ein Denkmal zu widmen. Als Standort schlug er den Kyffhäuser vor. Das Denkmal sollte die Erinnerung an den ersten Kaiser des neuen Deutschen Reiches wach erhalten. Die deutschen Soldaten und Kriegerverbände wollten ihrem Kaiser Wilhelm I. nach seinem Tod ein gemeinsames Denkmal errichten. Kein Standort war dafür besser geeignet als der geschichtsträchtige und sagenumwobene Kyffhäuser Burgberg mit den Ruinen der alten Reichsburg Kyffhausen. So entstand im Herzen Deutschlands zwischen 1890 und 1896 das monumentale, weithin sichtbare Ehrenmal für den verstorbenen Kaiser. Am 9. März 1888 verstarb Kaiser Wilhelm I. im hohen Alter von 93 Jahren im Alten Palais unter den Linden in Berlin. Nachdem Wilhelm II. Anfang 1889 seine Zustimmung zum Denkmalbau gegeben hatte, konnte mit der Planung begonnen werden. Im September wurde schließlich ein Preisausschreiben veröffentlicht, an dem sich alle deutschen Künstler beteiligen konnten. Der alte Bergfried, der sogenannte Barbarossa-Turm, sollte erhalten bleiben. Außerdem sollte das Monument der wirkungsvollen Lage des Standorts entsprechen und von allen Seiten zu besichtigen sein. Die Sehnsucht nach einem geordneten, friedlichen Leben und einer gerechten Obrigkeit verband sich mit dem einstmals wiederkehrenden Kaiser. In mehreren deutschen Regionen werden Sagen zu ehemaligen Herrschern mit Bergen oder Burgen in Verbindung gebracht. Überregionale Bedeutung erlangte die Barbarossa-Sage vom Kyffhäuser. Trotz zahlreicher Varianten der Barbarossa-Sage bleibt eine Kernaussage. Kommt Friedrich eines Tages zurück, wird er die Herrlichkeit seines Reiches wieder einrichten. Am 10. Juni 1190 ertrank Friedrich I. auf dem Kreuzzug nach Jerusalem im Fluss Saleb in Kleinasien, der heutigen Türkei. Seine Gebeine sollten in der Grabeskirche in Jerusalem beigesetzt werden, gingen aber verloren. Erste Zweifel an den überlieferten Ereignissen dürften bald die Runde gemacht haben. So sei das Grab von Barbarossa verschollen. Die Behauptung, er sei ertrunken, obwohl er als guter Schwimmer galt, und selbst der fehlende Beistand durch Gott, das alles schien zu viel für die Vorstellungskraft der damaligen Menschen. 60 Jahre später wurden die Zweifel neu beflügelt. Barbarossas Enkel und Nachfolger Friedrich II. Starb sehr überraschend im Alter von 57 Jahren in Italien. Sein Tod fernab von Deutschland gilt als Auslöser der Barbarossa- oder Kyffhäuser-Sage.
Die Menschen erwarteten, dass Friedrich wiederkäme, die Herrschaft antrete und das geordnete und friedliche Leben wiederherstellen würde. Bis zum 15. Jahrhundert waren die Hoffnungen der Menschen auch eng mit einer Reform der katholischen Kirche verknüpft. Nach der Reformation traten vermehrt soziale und gesellschaftliche Aspekte in den Vordergrund. Berichtete die Kaisersage zunächst vom wiederkehrenden Kaiser, der im ganzen Reich umherwandern solle, so lokalisiert sich die Sage im 15. Jahrhundert auf den Kyffhäuser. Der erste schriftlich erhaltene Ortsbezug zum Kyffhäuser wird 1421 in der Thüringischen Chronik erwähnt. Johannes Rothe schreibt darin vom umherwandernden Kaiser auf dem wüsten Schloss Kyffhausen. Fasziniert von der gewaltigen, geschlossenen Ringmauer, die bis 10 Meter Höhe erreicht, betritt man die Unterburg durch den einzigen möglichen Zugang, ein einfaches Kammertor an der Westseite der Anlage. Freigelegte Grundrisse von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, die vorwiegend an der Ringmauer standen, sowie erhaltene, imposante Ruinenreste vermitteln einen Hauch mittelalterlicher Baukunst. Der Stumpf eines runden Bergfrieds und ein Wohnturm, in dem noch heute der ehemalige Kamin sichtbar sind, sind die beeindruckendsten Ruinen. Die an den Wohnturm angebaute Kirche wurde 1433 von Graf Heinrich von Schwarzburg wiederhergestellt und diente bis zur Reformation als Wallfahrtskapelle zum Heiligen Kreuz. Kurios sind die Räuberbanden, die im 16. Jahrhundert in Teilen der Oberburg hausten und der mit Wahnsinn behaftete Schneider, der 1546 sein Lager in der Kapelle aufschlug und sich für Kaiser Barbarossa ausgab. In Nord-Süd-Richtung wurde die Unterburg vermutlich durch einen Wehrgang geteilt. In den Jahren zwischen 1934 und 1938 erfolgten umfassende Ausgrabungen auf dem gesamten Gelände der Burganlage. Aus der Unterburg wurde eine bis zu 2 Meter hohe Schuttschicht entfernt. Dieser Schutt war der Abfall eines Mühlsteinbruchs, der in der Mittelburg betrieben wurde. Seit 1990 erfolgten umfangreiche Sanierungs- und Sicherungsarbeiten. Weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude waren an die Ringmauer angelehnt. Kellergewölbe und Balkenlöcher lassen diesen Schluss zu. Dass Barbarossa tatsächlich im Kyffhäuser liegt, ist natürlich äußerst unwahrscheinlich. Doch was wirklich mit ihm passierte, darüber rätseln Historiker. Niemand weiß, wo er begraben liegt und auch, was mit seinem Leichnam passierte. Angeblich hatte ihn aber ein Sterndeuter zuvor gewarnt, er werde den Tod im Wasser finden, weshalb Friedrich den Landweg über den Balkan nach Kleinasien nahm. 2 Deutsche machten sich 1874 im Osmanischen Reich auf die Suche. Doch der Versuch, die Überreste zu finden und mitzunehmen, scheiterte an den mittelalterlichen Gebräuchen.
Wie bei ranghohen Personen üblich, war Barbarossa nämlich nach seinem Tod gekocht worden, um das Fleisch von den Knochen zu lösen. Die Knochen sollten anschließend ins Heilige Land gebracht werden. Da kamen sie durch den Wirrwarr der Kreuzzüge aber nie hin. Doch wo sind sie stattdessen gelandet und wo liegt Barbarossa tatsächlich begraben? In Altenburg, im Herzen seines neu geschaffenen Reichslandes, bereitet sich der nun bald 70-jährige Kaiser auf den Waffengang vor. 1189 reitet er das letzte Mal am Kyffhäuser vorbei. Am 10. Juni 1190 stirbt er auf dem Weg nach Jerusalem beim Bad in einem kalten Gebirgsfluss südöstlich von Antalya. Mit dem toten Barbarossa ziehen die Ritter weiter. Die Spur seines Leichnams verliert sich im Wüstensand Palästinas. Barbarossa hatte alles daran gesetzt, als Friedensfürst und gottgefälliger Kaiser in die Geschichte einzugehen. Und er gab dem mitteldeutschen Raum entscheidende Impulse, als er die verstreuten königlichen Besitzungen zu einem Krongebiet vereinte. Kaum verwunderlich also, dass er ausgerechnet hier zur Sagengestalt aufstieg. Möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Geschichte dieser eindrucksvollen Burg erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!